Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Heute unser Ziel, die neuen Gerichte mal ausprobieren. Das heißt, Tomatensuppe haben wir am Start. Wir haben den Urfa-Kebab und die Hähnchenbrust. Deswegen packe ich das alles einmal rein. Und wir schauen uns einfach das Rezept mal an. So, Hähnchenbrust, ganz klar. Salz drauf, Chili-Pfeffer drauf, haben wir alles da. Kartoffeln, das heißt, wir müssen Pommes dazu machen. Grüne und rote Chili einmal. Und natürlich Hähnchenbrust. Großartig viel müssen wir da gar nicht kaufen. Nummer 2, die Tomatensuppe. Da brauchen wir auf jeden Fall erstmal den Kochtopf. Und dementsprechend dann natürlich auch eine Herdplatte. Und einen Suppenteller. Butter, Milch, Petersilie. Suppenteller, können wir den hier rausnehmen? Ja, sieht gut aus. Und Nummer 3 ist der Urfa Kebab. So, eine Ribeye-Scheibe. Die müssen wir dann in den Fleischwolf zerkleinern. Schneiden. Einmal Schwanzfett, okay. Hackfleisch. Spieß nehmen. Inhalt von Rührschüssel auf Spieß drauf. Und jede Seite grillen, vom Spieß ablösen, fertig. Deswegen gehen wir erstmal in den Shop rein, dass wir hier noch ein bisschen nach außen gehen. So ganz an den Rand ran will ich. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch mal ein, zwei Teile hin. Jetzt kann ich nämlich hier auch noch eins dran packen. So, wir machen hier noch eins dran. Noch eins. Wir machen mal noch eins dran. Jetzt können wir das hier noch an den Rand setzen. Zack. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz, um alles hinzustellen. Jetzt werde ich die Tische hier noch ein bisschen umplatzieren, dass da auch genug Platz da ist. Die Teile zum Beispiel, die können hier in die Ecke. Die packe ich hier alle in die Ecke rein. So, den Würmer, den können wir daneben packen. Das ist okay. Und dann können wir hier die Tische ein bisschen näher ran platzieren, damit wir auch genug Platz haben, um dann die ganzen Gerichte zu kochen. Aber lassen wir ein bisschen Abstand noch zwischen den Tischen. Ungefähr so. Jetzt müssen wir uns erstmal nach neuen Kochgeräten umschauen. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall erstmal den Fleischwolf. So. Den packe ich hier einmal hin. Können wir auch die Schüssel runterpacken. Dann brauchen wir eine Herdplatte, Kochplatte. Und sonst brauche ich eigentlich erstmal nichts. Wir passen das Schild mal ein bisschen an, dass die Leute auch wissen, dass es hier bald Kebab gibt. Wir brauchen erstmal einen Kochtopf, das ist wichtig. Hiervon können wir auch noch mal eins mitnehmen. Kuchenbackform, Blechform, Spieß haben wir schon. Dönermesser brauchen wir jetzt nicht. Soweit ich weiß, brauchen wir jetzt Butter und Milch. Butter und Milch. Nehmen wir mal von jedem auch zwei mit. Tomatenmark brauche ich gar nicht, ne? Wasser, Milch, Butter, Petersilie. Ich kann noch einmal Sonnenblumenöl mitnehmen. Und dann ist eigentlich der Laden hier schon so weit gekauft, dass wir alles haben, was wir von hier brauchen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Gemüse einkaufen. Und zwar brauchen wir Tomaten. Ich nehme erstmal vier. Von allen.
Knoblauch brauchte ich auch. Ich nehme erstmal zwei mit. Pommes nochmal drei. Petersilie ist da. Das sollte reichen. Und dann müssen wir uns noch um das Fleisch kümmern. Ich guck mal, dass ich wieder von jedem zwei Sachen mache. Nicht, dass es wieder leer wird. Und dann die Leute meckern. Das geht gar nicht. Das bedeutet, wir nehmen einmal Ribeye. Zweimal Hähnchenbrust. Und Schwanzfett auch erstmal einmal. Ich weiß nicht, ob ich da noch mehr brauche, aber das sollte erstmal reichen. Dass wir zumindest erstmal uns darum kümmern können, dass das Ganze hier funktioniert. So, das heißt, ich nehme jetzt alles raus. Das dauert ein bisschen. Ich werde das Ganze erstmal einsortieren in den Kühlschrank. So, die Milch noch rein. Und die Butter. Ich weiß nicht, ob die in den Kühlschrank rein muss. Ich stelle es einfach rein. Und Olivenöl können wir hier packen. Und dann werden wir uns erstmal um die Tomatensuppe kümmern. Und da weiß ich auf jeden Fall, zwei Tomaten sind wichtig. Die kann ich schon mal klein schneiden. Wir gucken einfach mal kurz rein. Tomatensuppe. So. Kochtopf, 1,2 Liter Wasser. 200 Gramm Butter und 0,2 Milch. Oder füllen wir erstmal das Wasser ein. Ja, das passt. Dann haben wir die Tomaten rein. Dann brauchen wir 200 Gramm Butter. Also ein ganzes Ding. Und eine ganze Milch rein. Ich gucke nochmal drauf. Eine Butter rein, eine Milch rein, Tomaten sind 8 Scheiben drin. Das heißt zwei ganze Stücke. Dann kochen wir das auf dem Suppenteller drauf und die Petersilie noch rein. Das heißt, wir können es einfach jetzt hier zubereiten und dann ist es fertig. Gucken wir es mal ein bisschen an. Muss man dann noch was rühren? Nee. Sieht gut aus. Dann nehmen wir uns einen Suppenteller. Ach du Scheiße. Wie viel kommt denn da rein? Wir machen eine Petersilie rein. Zack. Und dann haben wir die Tomatensuppe schon mal drin. Oh, alles 100%. Geil. Habe ich super gut gemacht. So, dann kann ich ja... Wie viel kommt denn so raus aus einem Topf? So. Okay, es sind 3. Ich krieg 3 Suppen raus aus einem Topf. Da kann ich die Suppe schon mal in den Kühlschrank stellen. Hier ist ein bisschen weniger drin. Tomatensuppe abgeschlossen. Kommen wir zum zweiten. Kümmern wir uns um die Hähnchenbrust. So, Salz, Chili, Pfeffer drauf. Jede Seite grillen, auf Teller übertragen. Rote und grüne Chili grillen. Pommes machen. Und alles auf einen Teller platzieren. Eine grüne, eine rote, Hähnchenbrust und Pommes. Wie soll man das eigentlich in der Zeit schaffen? Weil es sind noch so viele Gerichte, die da reinspielen. Da muss ich es, glaube ich, nochmal aufwärmen dann. Ich glaube, dann muss ich es einfach noch mal aufwärmen. Rein in den Korb. Zack. Salz und Chili-Pfeffer dreimal drauf. Dann kommt das auch mit zum Grill. Ich nehme schon mal den Teller. Da kann ich es dann gleich drauf packen. Aber zuerst füllen wir die Kohle auf. Dann machen das Feuer an.
damit unser Grill schon mal alles aufwärmen kann. So, ansonsten ist es gar nichts weiter. Pommes, Hähnchenbrust, die Chilis. Kriegen wir hin. Das drauf, das drauf, das drauf. Hier machen wir an. Hoppala. Ich muss es wahrscheinlich gleich nochmal umdrehen. Ich weiß nicht, ob ich die Chilis umdrehen muss. So, Fleisch umgedreht. Ja, die brauchen ein bisschen länger, wie es aussieht. Pommes aber auch gleich fertig. Ich glaube, ich kriege alles ganz gut gleichzeitig hin. So, runter, runter und... Ah, runter. Pommes raus. Und die Hähnchenbrust. Ja, ist doch fast alles 100%. 4 Sterne, sehr gut. Dann machen wir das Ganze nochmal, damit wir noch eine zweite Portion zur Verfügung haben. Chili-Pfeffer drauf. Salz drauf. Mache ich erst das Fleisch drauf, weil das am wichtigsten ist. Zack, zack, zack. Und jetzt haue ich die Pommes rein. Und dann kriege ich das ganz gut hin. Da habe ich dann zwei Portionen Hähnchenbrust. Tomatensuppe habe ich noch da. Dann muss ich nur noch den Spieß machen. Und da können wir hier auch zwei Spieße machen. Zwei sind ja von Anfang an schon da gewesen. Das passt. Her mit den Pommes. Fertig. Ab in den Kühlschrank. Zu. Jetzt fehlt nur noch der Urfa-Kebab. Schauen wir uns mal an. Eine Ribeye-Scheibe im Fleischwolf zerkleinern und Schwanzfett schneiden. Zu Hackfleisch hinzufügen, Schwanzfettstücke 4, Salz und Pfeffer. Das heißt, wir nehmen Ribeye, wir nehmen Schwanzfett und schneiden alles klein. Hier haben wir dann zwei Stücke. Und hier sind direkt 4 raus. Das heißt, ich brauche dann nochmal einmal Schwanzfett für die zweite Portion. So, das mit rein. Schwanzfett mit rein. Dreimal Salz, dreimal Pfeffer. Dann auf den Spieß. Und Knoblauch und grüne Chili grillen. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grüne Chili hin. Knoblauch hin. Einmal Schwanzfett brauche ich dann noch. Und jetzt einfach auf den Spieß drauf. Da geht sogar noch mehr. Ich packe das Fleisch erstmal rein. Wie viel müssen dann da drauf? Nur eins, ne? Sieht aus, als geht nur eins drauf, deswegen kann ich hier sogar alles nochmal vorbereiten. So, wir hauen die Spieße drauf. Knoblauch und grüner Chili. Weil dann kann man ja von einem Teil schon mega viel machen. Knoblauch klein schneiden. So, Knoblauch drauf. Wie machen wir das von dem Spieß ab? Mit F. Zack. Zack. Mit Chili dazu. Auf beiden Seiten. Dann werde ich jetzt noch diese eine Knoblauchzehe klein schneiden. Die noch mit dazu. Und dann ist es schon fertig. Jawohl. Fast 100% überall. Das hier habe ich auf jeden Fall noch mal übrig. Ich kann sogar noch zwei Teile hier drauf packen. Die packe ich aber erstmal in den Kühlschrank rein, weil ich habe jetzt auch nicht so viele Zutaten für alles zusammen. Ich will jetzt erstmal den Laden öffnen. Drei Sachen sind da. Ich habe von jedem auch noch was in der Reserve. Das heißt, wir können starten. Open up!
Jawohl, willkommen. Tomatensuppe, ganz neu dabei. Oh, Tomatensuppe scheint sehr beliebt zu sein. Guck mal, da hat sich noch eine Dose Getränk geholt. Oh, Tomatensuppe. Mm. Hat auch was. So, gleich in die Spüle. Jawohl, in die Spüle. Ist auch schon fertig? Ja. Osterei kommt rein. Und Teller weg. Aber Tomatensuppe. Schon drei Leute genommen. Das ist nicht schlecht. Aber auf der Speisekarte habe ich alle drei drauf. Ja. Dann wasche ich jetzt hier mal ab, so wie immer. Damit auch genug Teller für alle Leute da sind. Ja. Und er will Tomatensuppe. Das heißt, wir packen einmal raus. Kurz in die Mikrowelle rein. Ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber nicht mehr viel. Ich muss es gleich rausholen und dann muss es heiß sein. Komm, einfach drauf. Tomatensuppe. Null? Hm. Aber ich muss das jetzt reinpacken, damit ich... Noch ein Ei. Ich muss das jetzt reinpacken, damit ich die Leute bedienen kann. Das war wichtig. So, ich muss ein bisschen abwaschen. Dafür muss ich dann vielleicht auch bald mal einen einstellen. Weil die Leute bedienen und abwaschen ist immer schwierig. Schon wieder alle die Tomatensuppe. Aber natürlich will er auch Tomatensuppe haben. Warum habe ich denn noch andere Sachen gekocht, wenn ihr nur das esst? Jetzt muss ich aber. Komm, dann ist es halt. Dann ist es halt kalte Tomatensuppe. Was soll ich machen? Die braucht er irgendwie zu lange in der Mikrowelle. Muss ich vielleicht schon vorher. Spieß es alle. Ich mache jetzt nicht extra noch den einen Spieß für diese eine Person. Die hat halt einfach Pech. Das heißt, ich muss auf jeden Fall morgen nochmal neue Tomatensuppe machen, weil alle drei Portionen sofort weg waren. So, aber jetzt erstmal alles sauber. Das heißt, alle drei Gerichte abgeschlossen für heute. Ab ins Bett. Neue Rezepte freigeschalten, ganz klar. Gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Das war's erstmal für heute mit dem Kebab-Simulator. Guckt gerne bei den anderen Videos auch mit rein. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr vom Döner-Simulator sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.